geprägtem Spiel. Viel Spaß und viel Erfolg. Jetzt muss er zurück bis zur Mittellinie und dann langer Ball in die Spitze und dann Schuss aus der zweiten Reihe in die zweite Etage. Eine Mühe, Pfeffer holt und Stefan Oh ja. Und schon jetzt Ruschki vorne an Frau hat sich durch. Weiter. Kann auch zwei Mann und zwei kommt. So, jetzt hier ganz schnell Ruschki über Weiland, ganz rechts. Weiland Strafraum über die rechte Seite, zieht nach innen und dann ist niemand, beziehungsweise Wendt kommt zu spät. Und der Befehlpokal hat sich auch nicht gefasst. Jetzt Wendschuk auf Wendt, ganz links am linken Strafraum. Er zieht ab aus Spitzenwinkel, aber platziert, aber nicht schon im Fall ab. Guck, hier kann er vorne anspielen. Ruschki anspielen, ja, Wendt. Jetzt gibt es einen Offensiv-Foul von der linken Seite. Ball kommt relativ kurz. Kann zunächst geklärt werden. Dann ein Schuss von Lars Schmidt aus der zweiten Reihe. Tisch am rechten Posten vorbei. So, langer Ball von Kara an den Strafraum. Weyer ist gestattet bis zur Grundlinie. Legt sich den Ball schön vor. Im Strafraum. Jawohl! Legt nochmal vor. Schieß doch! Volker in der Luft den Ball neben das Tor. Ein bisschen zu weit vorgelegt, muss nachfassen. Jetzt langer Ball auf Flo Schmidt. Flo Schmidt an der rechten Grundlinie, flankt in die Mitte. Und mit einer Hand ist der Hüter noch davor. Von der rechten Seite, Ruschki und Flo Schmidt. Ruschki bringt den Ball direkt auf das Tor. Und der Hüter hat aber den Haken geworfen. Der kann sich auch leert. Und der Ball kommt postwendend zurück. Torernährung bisher. So, jetzt vielleicht mal über die linke Seite. Jawohl! Kommt der Ball rein? Ja! Nein, Philipp Wendt! Philipp Wendt! 1:0! In der 38. Minute! Ich glaube, Lars Schmidt war der Vorbereiter. 30. Minute. Unsere beiden DFB-Pokalhelden Wendt und Ruschki. Ruschki nochmal, zieht ab vom rechten Kaufarmett, aber übers Tür, aber noch hier. Das war für die Schenker. Jetzt Kai Ruschki zum Tor hin, aber dort sicherer Beute des Hüters. Und der Schenker steht schon im Strafraum. Jetzt kommt die Flanke an den Elfmeterpunkt. Durchkommen für Max Kessler und jetzt läuft der Konter. Aufpassen, Wendschuk, sehr stark, haut den Ball an der Mittellinie und marschiert. Wendschuk marschiert und zu ungenau. Wendschuk passt dorthin, wo kein Trümmer steht. Ich sag mal, im Kopf größer und 20 Kilo schwerer, habe ich das Gefühl. Und Stefan Kara ist auch kein Hund. Also, Philipp Wendt startet nach vorne, langer Ball, aber dahinter ist schon noch draußen.
und sagt, wenn ihr wollt, nehmt mich mit. Von der linken Seite. Kurze Ecke, kurzer Pfosten ist gesetzt von Marc Mütter. Kopfball kommt direkt rausgefaustet von Latte. Tor. Schauen wir mal. So, bei Kloppenburg vernascht hier gerade mal Philipp Wendt. Flankt dann in die Mitte und dann wird geschossen. Von der Nummer 21. So, jetzt nochmal. Das auch gegen dieses Trio entschieden. So, liebe Gäste, herzlichen Glückwunsch an unsere Gäste von der BSG Chemie Leipzig. Liebe Gäste, 920 Zuschauer heute auf der Pfaffenberg-Sportstätte. Da haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut. Und da wollen wir euch auch, liebe Fans, einen kleinen Service anbieten, nämlich eine kurze Einschätzung der beiden Trainer zum Spiel. Wir sagen zunächst herzlichen Glückwunsch an die BSG Chemie Leipzig und bitten den Trainer Dietmar Demuth um 2-3 Worte seiner Einschätzung zur Partie. Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass wir heute hochkonzentriert hierher gefahren sind, wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen, so sind wir auch angegangen, sind 1-0 in Führung gegangen, verdient, glaube ich, bis dahin haben wir wenig zugelassen, haben sowieso wenig zugelassen, haben vor den Standards gewarnt, haben es ein bisschen schleifen lassen und dann haben wir den Ausgleich bekommen, sodass wir hier nochmal Gas geben mussten und ich glaube, am Ende hat man gesehen, war der Sieg hochverdient. Okay, vielen Dank, Dietmar Demuth. Und natürlich auch 2-3 Worte, Rossi. 1-3 verloren. Wie ist deine Einschätzung zur Partie? Erstmal Glückwunsch an Chemie Leipzig, an den Trainer und Trainerstab, die zahlreichen Fans, die mitgebracht haben. Also ich denke, unsere Mannschaft hat sich auf derselben Höhe geschlagen heute. Wir haben gesehen, dass wir wirklich eine schlagkraftige Truppe haben. Kompliment an meine Mannschaft, ihr habt nie aufgegeben, hat bis zum Ende gekämpft und das ist erstmal das Wichtigste für uns. Ich denke auch, liebe Fans aus Hohenstein-Ernstthal, vielleicht mal einen Riesenapplaus an die Herren in Rot hier. Die haben hier wirklich ordentlich mitgehalten und wir sagen ein herzliches Dankeschön an die beiden Trainer und alles Gute für beide Teams. Danke Dietmar Demuth, danke Rossi Bettkopf.